nächste Block ist, wenn ich richtig informiert habe, vorher SAP. Und zwar Frau Mattsson, sie erzählt uns aus Nachhaltigkeit aus SAP-Sicht, wie das in die Gedankenwelt der Unternehmung einerseits einfließt, aber auch in die Kundenbeziehungen. Oder es ist beides. Und so gesehen bin ich jetzt besonders gespannt auf die nächsten 15 Minuten zum Thema Nachhaltigkeit, das Thema von SAP im weiteren Sinne. Sehr gut. Freut mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Michelle Mattsson. Ich bin Account Executive für die Themen Intelligent Spend bei der SAP. Intelligent Spend betrifft alles, was Ausgaben betrifft bei den Unternehmen. Seien das Beschaffungsausgaben oder Ausgaben für externe Mitarbeiter. Und ich betreue den öffentlichen Sektor hier in der Schweiz. Mein Background ist der Einkauf. Und ich freue mich jetzt schon seit einigen Jahren bei der SAP, die nachhaltige Beschaffung als Hauptthema, Hauptfokus bei meinen Kunden betreuen zu dürfen. Gut. Ich fange gerne zuerst mit dem Warum an. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Sustainability, mit dem Thema der Nachhaltigkeit? Ist dieses Wort wirklich nicht schon lange keine Floskel mehr? Viele sind von der Nachhaltigkeit schon überzeugt, viele eventuell aber auch nicht. Ihr erinnert euch an diesen Sommer, es war ein angenehmer Sommer, für die einen etwas zu heiß, man muss das Thema ja nicht neu aufarbeiten. Aber ich möchte hier gerne ein paar Antworten auf das Warum der Wichtigkeit von der Nachhaltigkeit in der Beschaffung eingehen. Ich möchte dies machen anhand von drei Zitaten. Die ersten zwei kommen von dem World Economic Forum, konkret aus einer Publikation in dem Green Public Procurement. Und das letzte stammt aus dem Economist, aus einem Artikel namens The Future of Public Spending. Zum ersten Zitat können wir hier lesen, dass wenn wir den globalen Durchschnittstemperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzen wollen, müssen wir das Kohlendioxid-Äquivalent um 45% bis 2030 reduzieren und bis 2050 netto null erreichen. Dies erfordert drastische Veränderungen bei der Erzeugung, aber auch bei der Nutzung von Energie und anderen Ressourcen. Die Regierungen und der öffentliche Hand als Großverbraucher, als Konsumenten können und müssen ihren Teil dazu beitragen. Ich komme gerne zum zweiten Zitat, wo wir hier lesen können, dass die Beschaffungsaktivitäten nationaler, staatlicher und lokaler Regierungen direkt oder indirekt für 15% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Die Verringerung dieser Emissionen wird erheblich dazu beitragen, das Ziel des Übereinkommens von Paris zu erreichen, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu verlangsamen. Nun komme ich zu meinem Lieblingszitat, nämlich das dritte, wo wir hier lesen können und wo dahinter ich auch stehe, ist, dass die öffentlichen Ausgaben einen extrem hohen CO2-Fußabdruck haben, der in der Regel zwischen 15% und 30% von dem Bruttoinlandprodukt ausmachen. Für welche Projekte sich Regierungen entscheiden, Geld auszugeben und mit wem sie es ausgeben, macht daher einen substanziellen Unterschied. Anstatt neutral zu sein, werden sich solche Ausgaben positiv oder auch negativ auf alle Bereiche auswirken. Angefangen bei der lokalen Beschäftigung bis hin zu den CO2-Emissionen, wodurch die öffentlichen Ausgaben für viele der Nachhaltigkeitsziele von wesentlicher Bedeutung sind. Nun, 15% bis 30% Bruttoinlandprodukt ist sehr viel. Das zeigt doch, wie wichtig der öffentliche Sektor ist und welche entsprechende Einflussmöglichkeiten dieser hat und was für eine große Chance hier das öffentliche Beschaffungswesen im Allgemeinen hat. Der Staat hat also die Möglichkeit, sehr stark gestalterisch hier einzugreifen und um die Nachfrage mitzugestalten. So wie Frau Samaruga das gesagt hat in ihrer Publikation vor 2 Wochen, geht hier die Regierung mit Vorbild voran. Für sie ist klar,
dass die öffentliche Verwaltung hier mit gutem Beispiel vorangehen muss und kann. Nun, anhand dieser Zahlen und Zitate und Aussagen möchte ich Ihnen einfach aufzeigen, weshalb die Verwaltung und das öffentliche Beschaffungswesen einen sehr großen Einfluss auf die Erreichung der Klimaziele hat und instrumental sein kann. Nun, was bedeutet die Nachhaltigkeit? Es gibt eine offizielle Definition, aber in Wirklichkeit kommt es doch darauf an. Nachhaltigkeit bedeutet für verschiedene Organisationen unterschiedliche Dinge, normalerweise abhängig von ihrer Region, Branche und so weiter. Darüber hinaus werden Begriffe wie Nachhaltigkeit und ESG, Environmental, Social und Governance Standards, oft verwechselt, wobei sich ESG auf die Kennzahlen bezieht, die die Organisationen verwenden, um ihren Fortschritt bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu messen. Und wie managt man Ausgaben, die man nicht sieht? Wie misst man etwas, das man nicht sieht? What you can't measure, you can't manage. Eine Frage in die Runde. Welches Vokabular verwenden Sie für die Nachhaltigkeit? Und was wird mit der Nachhaltigkeit gemessen? Einfach ein paar Gedankenstütze zur Überlegung. Nun, die Nachhaltigkeit sollte ja ein fester Bestandteil sein der Unternehmenszwecke. Der Welt zu helfen, besser zu funktionieren und das Leben der Menschen zu verbessern. Im Einklang mit diesem Zweck ist es auch das Ziel von unserer Technologie, positive wirtschaftliche, ökologische und soziale Auswirkungen innerhalb der Grenzen des Planeten zu erzielen, mit besonderem Fokus auf unsere drei Nachhaltigkeitssäulen. Die erste Säule wäre der Klimaschutz, die zweite die soziale Verantwortung und die dritte eine Kreislaufwirtschaft. Neben der internen Verfolgung unserer eigenen Nachhaltigkeitsziele unterstützen wir Kunden dabei, auf Geschäftsprozessebene nachhaltiger zu werden. In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass der schweizerische öffentliche Sektor den Weg mit Mut, mit Courage auf sich nimmt, auch diese drei Säulen und Kernaspekte der Transparenz und der Sorgfaltspflichtverantwortung in der öffentlichen Beschaffung zu erreichen und somit den Ansatz mit Sinn und Purpose des jeder Einzelnen bestätigen zu können. Wenn die Technologie helfen kann, Ausgaben zu managen, dann kann die Technologie auch damit unterstützen, große Ambitionen wie weniger Emissionen, weniger Ungleichberechtigung und weniger Abfall zu erreichen. Gehen wir doch auf den obigen Teil dieses Slides ein. Es steht zwar Zero Emissions, das ist eine große Ambition, nehmen wir doch das Wording in den Mund, dass wir weniger Emissionen mit Klimawandel, weniger Ungleichheit mit sozialer Verantwortung und definitiv weniger Abfall durch die Kreislaufwirtschaft erreichen können. Und wie kann dies erreicht werden? Heute werden wir uns die einzelnen Säulen für die Nachhaltigkeit kurz ansehen, um Beispiele dafür zu zeigen, wie Lösungen in den Prozessen Beschaffung, Business Network und External Workforce Management dabei unterstützen können, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Zum ersten Punkt. Der komplette Prozess von der Beschaffung hin zur Zahlung unterstützt die Nachhaltigkeitsziele. Ein Beispiel zur konkreten Beschaffung mit Sourcing ist, wenn Mitarbeiter Kugelschreiber beschaffen, die und auch eine gewisse Wahl von rezyklierbarem Material haben. Zum zweiten Punkt, wo wir in dem Netzwerk eine höhere Transparenz hat, um eine gewisse Lieferkette zu erreichen und auch eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Handelspartnern und größere Widerstandsfähigkeit zu sehen. Zum dritten Punkt, das ist das Management von externen Dienstleistungen und externer Arbeitskraft. Hier kann man das aktive Management aller Dienstleistungen und das Engagement im Einklang mit den Zielen der sozialen Verantwortung des Unternehmens bringen. Ein Beispiel, die Versicherung oder die Bestätigung, dass es keinen Lohnunterschied gibt zwischen Mann und Frau. Oder
die klare Regelung und Einhaltung anhand von Technologie, dass gewisse Löhne, Mindestlöhne in Kantone schweizweit automatisch geregelt sind und somit die soziale Ungleichberechtigung erreicht werden kann. Nun, wir sehen, dass die Technologie ein Enabler ist. Die Technologie kann unterstützen mit der Kohlendioxid-Fußabdruckreduktion, zum Beispiel in den operativen Einkaufsprozessen. Die Technologie unterstützt überhaupt, Lieferanten schnell auszuwählen, sicherzustellen, dass die Lieferanten zertifiziert sind und die Sicherheit zu haben, dass nicht nur die Lieferanten, sondern auch die Sublieferanten entsprechende Nachhaltigkeitsziele und adäquat qualifiziert sind. Man kann anhand von Technologien Lieferanten auswählen, wo man genau weiß, dass die Wege, die Lieferwege entsprechend so aufgesetzt sind, um den CO2-Abdruck zu minimieren. Zum letzten, dritten Punkt. Man kann kohlenstoffintensive Eiltransporte vermeiden, indem man Risiken in der Lieferkette proaktiv steuert. Wenn man alle drei Elemente hier zusammennimmt, so kann man die optimale Beschaffung erreichen. Zuerst muss man aber den Bottomline kennen und wissen, welches Element natürlich die tiefste Emission oder die höchste mit sich trägt. Nun zu der zweiten Säule. Wo wir sehen können, wie die Technologie die Eliminierung von Ungleichheit mit sozialer Ungleichheit eliminiert und soziale Verantwortung trägt. Wie? Man verbessert die Lohngerechtigkeit von externen Mitarbeitern durch eine Transparenz der Marktpreise nach Position und Standort. Man kann die Marktkurse nach Position und Standort der Mitarbeiter im System sehen und sicherzustellen, dass diese verbessert werden. Wie kann man dann null Abfall oder weniger Abfall erreichen durch die Kreislaufwirtschaft, indem bestimmte Assets wiederverwendet werden? Wir haben das super gehört vorhin von unseren Kolleginnen, wie man eben bestimmte Assets wiederverwenden kann. Und hier gibt es in der Kreislaufwirtschaft immer wieder sehr beeindruckende Beispiele. Insbesondere kommt mir eins in den Sinn von der SBB, wo die Schienen und die Teile der Schienen wiederverwertbar werden als Hauptbeispiel für die Kreislaufwirtschaft. Gut, am Anfang dieser Präsentation habe ich über die Tatsache gesprochen, dass man nicht messen kann, was man nicht weiß. Nun, mit der Unterstützung von der Technologie kann man das sehr wohl. In allen Stufen der Beschaffung wird die Nachhaltigkeit in den Vordergrund gerückt. Und mit unserer Technologie kann man end-to-end dies integral anschauen. Hier sehen wir beispielsweise in der ersten Spalte, dass die Ausgaben, der Spend, wie man anhand der Technologie aggregierte Ausgaben sehen und vergleichen kann. Und die weiteren Prozesse, die nicht nur über die Spend-Analyse gehen, sondern die eigentliche Beschaffung betrifft und die Vertragsausarbeitung und der eigentliche Abdruck der Bestellung, auch in diesen Phasen kann die Nachhaltigkeit sichergestellt werden. Ich komme zu meiner Schlussslide, wo mir wirklich wichtig ist, dass man kommuniziert oder sich hier an dieser Stelle kommunizieren kann, dass die Nachhaltigkeit nicht etwas ist, was in Isolation steht. Es gibt komplexe Wertschöpfungsketten. Und wenn man wirklich Nachhaltigkeit sein möchte, dann muss dies auf einer kollaborativen Wertschöpfungskette passieren. In vielen Arbeiten gibt es Disruptionen. Aber wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die logistischen Wege sehr emissionslastig sind. In der Logistikkette ist es entscheidend zu wissen, wie zum Beispiel wie groß der CO2-Verbrauch ist. Nur wenn die gleiche Sprache über alle Disruptionen und über alle Prozesse die gleiche Sprache gesprochen wird, können wir die Informationen standardisieren. Wie gesagt, die Nachhaltigkeit ist nicht etwas, was in der Beschaffung isoliert steht. Es gibt unterschiedliche Spieler und es braucht eine gemeinsame Sprache, die gesprochen wird.
Nur wenn man alle Spieler, wenn alle Spieler in diesem Prozess orchestrieren können, wenn man erfolgreich ein Orchester damit bringen möchte, eine Ouvertüre zu meistern, dann hat der Einkäufer, der Buyer, diese entsprechende Möglichkeit, diese Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten. Der Buyer, der Einkäufer, ist der Dirigent in dieser Wertschöpfungskette und hat in der öffentlichen Hand, sowie auch der Staat, die Power, die Möglichkeit und die Chance, nachhaltig und erfolgreich, grenzenlos als Buyer tatkräftig zu sein, als der Dirigent. Genau. Damit möchte ich schließen und bin froh um Anregungen oder Fragen oder eine Diskussion. Danke. Vielen herzlichen Dank. Sind dazu unmittelbar Fragen aus dem Publikum? Da, eine begeisterte Hand, bitte. Hallo, schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Martin Eichenseit. Ich habe eine Frage zu Folie Nummer 6. Ja. Erster Punkt, ja, Track Carbon Footprint Data. Mhm. Können Sie da ein Beispiel zeigen? Und Sie haben auch gesagt, man kann nur managen, was man messen kann. Genau. Wie wird das gemessen? Es gibt zahlreiche unterschiedliche Standards, genau, um Carbon Footprint, genau, auszurechnen mit unterschiedlichen Ergebnissen, unterschiedlichen Datenmodellen. Wie kann man das harmonisieren? Das kann man. Also SAP hat ein Tool, das ist ein Carbon Footprint, ein Messtool. Und da werden L1, L2 und L3 Einstufungen gemacht, um den Carbon Footprint Abdruck zu messen. Nicht nur zu messen von Objekten, die in ihrer Lebensdauer aktiv sind, sondern auch im Anschluss nach dem Abbau dieser Materialien. Also das gibt es. Die Zahlen kommen also erstens aus Erfahrungswerte natürlich und auch, mit Drittparteien arbeiten wir zusammen, wie zum Beispiel eine EcoVadis oder andere Institutionen, die dies messen können und werden bereichert. Also Drittparteien, das sind angereicherte Daten. Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Wir haben das in der Vorbesprechung Big Data und Public Procurement auch schon thematisiert. Sie hauen da eine Kerbe, die mir bestens passt. Was mir wichtig ist an der ganzen Sache, dass wir natürlich wissen, dass das immer auch kritisch und problembehaftet ist. Aber ich glaube, der Grunderkenntnis, ich habe das Vergnügen gehabt, Herrn Oliver Marchand kennenzulernen, der macht Bewertung von Finanzinstrumenten mit ESG-Daten und der Typ ist da drin einer der weltweit führenden wirklich Top-Player und wir haben uns ein Abendessen dran über unterhalten, wie könnte man die Bewertung von Finanzinstrumenten quasi so umbauen, dass man damit Lieferketten bewerten könnte. Das heißt, das Potenzial von Big Data, ich glaube, da wird sich in Zukunft noch viel ergeben. Klar sind wir jetzt in einem Stadium, wo gewisse Dinge noch unausgegoren sind, das ist unvermeidlich, aber ich habe das Gefühl, dass mittelfristig diese Geschichten ganz anders aussehen werden, weil je besser die das bei den Finanzinstrumenten machen, desto schneller kommen dann auch die Akteure auf die Idee, mal bei der Supply Chain Bewertung zu pitchen, weil zum Teil brauchen sie schon für die Finanzvehikelbewertung ähnliche Daten, die sich auch auf Nachhaltigkeitskonzepte und Lieferketten beziehen. Das heißt, da könnte sich noch was ergeben, wo sich gewisse Akteure im Public Procurement Sektor noch die Augen reiben. Aber reden wir in 10 Jahren wieder drüber. Dann weitere Fragen aus dem Publikum unmittelbar zum SAP-Vortrag. Worauf ich auf jeden Fall in der Schlussdiskussion zurückkomme, ist die Parallele zu dem, was private Unternehmen machen müssen. Sie haben beiläufig die Sorgfaltspflicht und Transparenzverordnung genannt. Das ist der Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative und quasi der Zusammenhang zwischen dem und den Anforderungen im öffentlichen Beschaffungswesen werden wir auf jeden Fall in der Schlussdiskussion nochmal aufnehmen.
Ich möchte aber jetzt fragen, sind unmittelbar zum SAP-Referat noch ergänzende Fragen nebst dem Big Data-Thema? Bitte. Nur eine allgemeine Frage. Was macht SAP, um die Software emissionsärmer zu gestalten? Gibt es da Bestrebungen, weil die Software ja auch sehr viel Ressourcen verbraucht? Die Bestrebungen gibt es auf jeden Fall. Um die genauen Handlungen, die genauen Aktionen herauszufinden, müsste ich nachfragen, aber die gibt es auf jeden Fall in Einklang mit unseren drei Säulen, eben weniger Emissionen zu erreichen, nicht nur bei uns, nicht nur bei den Kunden, sondern natürlich bei uns selber. Also das sind wir absolut bestrebt dazu. Vielen Dank für Frage und Antwort. Dann gibt es ja auch noch Dinge, Sie haben in den Folien da große Konzepte, die gelten ja konzernweit, oder? Ich nehme mal an, dass die Dinge abgestimmt worden sind auf das WTO-Vergaberecht und abgestimmt wahrscheinlich auch auf das EU-Richtlinienrecht. Wenn Sie jetzt das Zeug in der Schweiz verkaufen, wie stellen Sie dann sicher, dass die hiesigen Anforderungen da auch im Konzept drin sind? Wir machen das so, indem wir schauen natürlich dort, wo die Einteilungen gemacht werden können zwischen Freihandverfahren, restriktives Verfahren etc., dass wir das operative Buying, also es nennt sich Guided Buying, SAP Guided Buying, wird dort eingesetzt, wo eben in diesem Freihandverfahren unter einer gewissen Schwelle operativ eingekauft werden kann. Und alles, was über dem ist, da sind wir dran, die SAP, auch eine Integration und eine Verlinkung mit der CIMAP und mit dem EU Public Tendering zu machen. Also es ist auf unserer Roadmap, weil wir sehr wohl sehen und wissen, dass in dem EU Public Tendering in Bezug auf die Integration zu Plattformen wie CIMAP oder TED einiges noch gemacht werden darf. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen allen auch für die Reaktion aus dem Publikum.